Schönen guten Tag. Mein Name ist Hans-Jörg Leixenring und ich begrüße Sie recht herzlich zu einer neuen Ausgabe von Bankblock TV. Jede Medaille hat zwei Seiten, so auch die Digitalisierung. Auf der einen Seite bestehen vielfältige Chancen durch zusätzliche Vertriebs- und Kommunikationskanäle, die neue Geschäftsmodelle und mehr Interaktionen mit Kunden ermöglichen. Auf der anderen Seite steht eine Zunahme der Bedrohung durch Cyberkriminalität. Ein wichtiger Aspekt dabei: die Authentifizierung durch die Kunden. Gebräuchlich sind hier vor allem Passwörter. Und genau da liegt ein Problem. Denn aus Untersuchungen ist bekannt, dass mehr als 80% aller Datensicherheitsverstöße auf passwortbasierte Verfahren zurückzuführen sind. Seit 2013 gibt es dazu eine Alternative: Fast Identity Online oder kurz FIDO, beziehungsweise die Weiterentwicklung FIDO 2. Dahinter verbirgt sich ein offener Standard der FIDO Alliance oder Englisch FIDO Alliance, hinter der große Tech- und Payment-Konzerne wie Google, Apple, Microsoft, Mastercard und andere stecken. FIDO 2 verspricht einen passwortlosen Login-Prozess sowie eine passwortlose Authentifizierung und damit eine deutliche Vereinfachung für den Endkunden. Nutzer müssen sich keine Buchstaben- oder Zahlenkombinationen mehr merken, sondern lediglich ein Objekt mit sich führen, auf dem der individuelle Sicherheitsschlüssel abgelegt ist. Das kann zum Beispiel ein Smartphone sein. Und um die Sicherheit abzurunden, können dann zusätzliche auf dem Device verfügbare biometrische Verfahren, zum Beispiel Fingerabdruck oder Face ID, mitgenutzt werden. Und hier kommt jetzt einmal mehr die zweite europäische Zahlungsdienste-Richtlinie PSD2 ins Spiel. Die EU will damit ja auch die Sicherheit für die Kunden verbessern. Spätestens ab dem 1. Januar 2021 gilt daher eine Zwei-Faktor-Authentifizierung für Kunden. Für Händler, aber auch für Banken ist dies eine große Herausforderung, bei der FIDO 2 Unterstützung verspricht. Wie das funktionieren kann, wie FIDO 2 bei Delegated Authentication eingesetzt wird und wie man mit diesem neuen Ansatz für mehr Ertrag und mehr Kundenzufriedenheit sorgen kann, darüber spreche ich heute mit zwei Expertinnen für Payments und sichere Authentifizierungslösungen. Ich begrüße sehr herzlich Melanie Meyer. Sie ist Pre-Sales Solution Lead DACH und Central Europe bei Intersect, einem führenden Anbieter von mobiler Authentifizierungs- und App-Sicherheitssoftware zum Schutz von Online- und Mobile-Banking-Transaktionen. Sie unterstützt Finanzinstitute und Unternehmen dabei, durch starke Authentifizierung und hochmoderne App-Sicherheit Konformität zu erreichen und bessere digitale Kundenerlebnisse zu ermöglichen. Herzlich willkommen, Frau Meyer. Hallo, danke für die einführenden Worte. Ebenso herzlich begrüße ich Ria Shetty. Sie ist Senior Specialist Product Development and Innovation im Digital Cyber and Intelligent Solutions Team bei Mastercard Deutschland und Schweiz und treibt unter anderem die Umsetzung der PSD2-Anforderungen und der starken Kundenauthentifizierung voran. Herzlich willkommen, Frau Shetty. Hallo, danke für die Einladung. Lassen Sie uns jetzt direkt ins Thema einsteigen. Frau Meyer, FIDO gibt es ja bereits seit 2013. Woran liegt es, dass dennoch Passwörter bei der Authentifizierung dominieren? Ich hole mal ein bisschen weiter aus, eine kleine Geschichtsstunde. Ich habe heute tatsächlich nochmal nachgeguckt, wie lange es denn schon Passwörter gibt und war dann tatsächlich erstaunt, dass wir im Jahr 2020 immer noch Passwörter benutzen. Passwörter wurden bereits 1960 erfunden, sind seit 60 Jahren jetzt schon. Und sogar der Erfinder, ein Mann namens Fernando Corbato, der das Passwort Anfang der 60er Jahre erfunden hat, stimmt zu, dass es heutzutage ernsthafte Probleme mit den Passwörtern gibt. Also ein Passwort alleine ist einfach ein schwacher Sicherheitsfaktor. Viele Nutzer verwenden immer wieder dieselben Passwörter, die leicht zu erraten sind. Da haben Hacker natürlich ein einfaches Spiel, diese Benutzername und Passwörter zu stehlen und Zugang zu Benutzerkonten zu halten. Also es ist sogar so einfach, dass momentan 15 Milliarden solcher Benutzer- und Passwortkombinationen im Dark Web im Umlauf sind. Das sind 300% mehr als 2018. Und das andere Problem ist natürlich die Benutzerfreundlichkeit. Also es fängt ja schon an, wenn ich mir einen Account einrichten möchte, bis ich irgendwie mein Passwort gewählt habe, falls dieser Online-Account nicht 1, 2, 3, 4, 5 zulässt. Dauert schon mal ein bisschen. Wir haben ja auch immer mehr und mehr Online-Konten, die wir mit einem Username und Passwort versehen müssen. Also der durchschnittliche Person hat so 70 bis 80 Passwörter.
ich bin da weit drüber hinaus, muss ich sagen, und könnte ohne meinen Passwortmanager gar nicht mehr leben. Und ja, es gibt Technologien, um Passwörter zu ersetzen, wie zum Beispiel durch die FIDO Alliance. Aber die Einführung hinkt leider noch ein bisschen hinterher. Und einer der Gründe ist tatsächlich, dass Passwörter einfach schon so lange bestehen. Wir sind es gewöhnt. Und die Passwörter sind leicht zu verstehen und auch leicht umzusetzen, zum Beispiel aus Händlersicht oder aus jedem Online-Konto. Und wenn man sich jetzt die kennwortlose Authentifizierung anschaut, die funktioniert einfach ein bisschen anders. Die ist komplexer zu verstehen. Und ein weiterer Grund ist auch, dass ich für eine wirklich passwortlose Authentifizierung, die überall funktioniert, brauche ich ein Ökosystem, das dafür bereit ist. Die Zukunft geht aber jetzt auch stark Richtung Passwordless und FIDO 2 wird hier eine richtig wichtige Rolle spielen. Und was konkret verändert sich mit FIDO 2? Also FIDO 2 ist die Weiterentwicklung des ersten FIDO-Protokolls und es ist die passwortlose Weiterentwicklung. Und da ist wirklich bei FIDO 2 ist das Hauptziel, passwortlose Anmeldevorgänge möglich zu machen, zum einen, aber auch zum zweiten die starke Kundenauthentifizierung oder Multifaktor-Authentifizierung zu verbessern. Das heißt, FIDO 2 ermöglicht es Benutzern, gängige Geräte, also Geräte, die ich bereits besitze, mein Mobiltelefon oder mein Computer oder zur Not auch ein FIDO-Hardware-Token zur Authentifizierung bei Online-Diensten zu nutzen, sowohl als in der mobilen, auch in einer Desktop-Umgebung. Und auf der technischen Seite ist es so, dass es bei FIDO 2 handelt sich um zwei Spezifikationen. Einmal WebAuthN. Und dann das dazu entsprechende CTAP-Protokoll der FIDO Alliance. Also WebAuthN ist ein Standard, den jeder Webbrowser mittlerweile unterstützt. Ist seit März 2019 ein anerkannter Standard. Das heißt, mein Google Chrome, mein Safari, Firefox, Microsoft Edge, was auch immer ich nutze, um mich im Internet zu bewegen und mich dann auch anzumelden, die sprechen dieses Protokoll. Und dann auf der anderen Seite, das ist auf der Händlerseite und auf der anderen Seite, auf der Endkundenseite, die brauchen ja irgendwas, um sich zu authentifizieren. Und dieser zweite Standard ermöglicht es, jedes Gerät, das ich besitze, also sei es mein Handy, mein Computer, wenn das dieses zweite Protokoll unterstützt, kann ich dieses Gerät zu einem Sicherheitstoken machen. Frau Schetti, warum setzen Sie mit Mastercard so große Hoffnungen auf FIDO? Auf FIDO 2, um konkret zu sein. Also eigentlich wollen wir ja versuchen bei Mastercard, dass durch die starke Kundenauthentifizierung das Kundenerlebnis nicht allzu beeinträchtigt wird. Und suchen nach Lösungen, die da uns helfen. Und FIDO oder FIDO 2 ist hier eine gute Lösung, da sie PSD2-konform ist, aber auch in Punkten Nutzerfreundlichkeit und Sicherheit einfach sehr stark punktet. Die Lösung kann super simpel sein, zum Beispiel mit Face-ID und Touch-ID, also alles Lösungen, die der Kunde im Alltag benutzt und die ihm auch bereits bekannt sind. Aber auch abgesehen davon schützt FIDO auch vor Phishing-Angriffen zum Beispiel. Das heißt, wenn ein Angreifer zum Beispiel mein Passwort erraten sollte, hat er keinen Zugriff auf mein Konto, denn dafür bräuchte er erstmal einen FIDO-Key. Und das ist, wie Melanie ja schon gesagt hat, auf meinem Gerät abgespeichert und darauf hat er zum Beispiel keinen Zugriff. Das Tolle was an FIDO ist auch noch, dass sie unglaublich viel Wert auf Privatsphäre legen. Das heißt, meine Daten oder die Daten der Nutzer werden auf keinen Fall weitergegeben und sind so sicher. Aber wie Melanie auch schon erwähnt hatte, ist die FIDO-Akzeptanz auch unglaublich groß in den Märkten. Und das ist auch wichtig, damit eine Lösung erfolgreich ist. Fast alle Browser, aber auch fast alle Betriebssysteme sind kompatibel und das Verfahren wird auch fast überall unterstützt. Und letztlich, wir legen natürlich darauf Wert, dass die Lösung, die wir jetzt finden, die dem Händler die starke Kundenauthentifizierung erleichtert und das Kundenerlebnis nicht beeinträchtigt, auch natürlich von den Banken akzeptiert wird. Und ich glaube, da FIDO so sicher ist und so kundenfreundlich ist, sollte es
auf wenig Widerstand bei den Banken stoßen. Und deswegen glaube ich, dass Fido eine sehr gute Lösung für den Markt ist. Das Problem vieler Lösungen, die technisch hervorragend sind und die vorhanden sind, liegt ja dann am Ende daran, dass sie zu wenig genutzt werden. Wie wollen Sie das denn erreichen, dass mehr Banken und mehr Händler FIDO2 nutzen? Wie Sie vielleicht wissen, gibt es ja bei Mastercard ein Programm, das sich Authentication Express nennt, das Delegated Authentication quasi vorantreiben soll. Und da ist eine Voraussetzung für einen Teil der Händler, dass sie definitiv eine Lösung nutzen, die FIDO-compliant ist. Also so versuchen wir es an den Händler und an die Issuer zu bringen quasi. Also so eine Art sanfter Zwang, wenn ich das richtig raushöre. Nein, man wird nicht gezwungen, an dem Programm teilzunehmen, aber es gibt natürlich Vorteile, wenn man an dem Programm teilnimmt. Was sind das denn konkret für Vorteile für die Händler, für die Kreditkartenherausgeber und für die Kunden, die hinter FIDO2 stecken können? Also da vielleicht anders formuliert, bietet FIDO2 auch sehr viele Vorteile, aber die gleichen sich ab mit den Vorteilen, die zum Beispiel auch Delegated Authentication gibt. Also wenn es in Ordnung ist, würde ich die beide zusammen darstellen. Der größte Vorteil, den zum Beispiel der Händler hat, ist, dass er die Kontrolle über das Kundenerlebnis hat. Er kennt seinen Kunden am besten, kann das heißt entscheiden, wie der Kunde den Bezahlprozess wahrnimmt und jeden einzelnen Schritt definieren. Das heißt aber auch, dass wenn man FIDO2 nutzt und an Delegated Authentication teilnimmt, dass der Issuer hier bzw. der Kartenherausgeber nicht eingreifen kann und der Kunde nicht in die Umgebung der Bank weitergeleitet wird, sondern immer in der Umgebung des Händlers bleibt. Für den Kunden heißt es, dass das Kundenerlebnis wesentlich angenehmer ist, schneller ist und doch sicher ist. Für den Händler heißt es, dass es zu weniger Kaufabstrichen führt. Und für die Banken heißt es, dass sie sich entspannt zurücklehnen können, da sie die Gewissheit haben, dass jede Transaktion mit einer starken Kundenauthentifizierung abgesichert ist und PSD2-konform ist. Frau Meier, vielleicht können Sie noch mal kurz erläutern, diesen Begriff Delegated Authentication und was an der Authentifizierungslösung daran so interessant ist. Ja, gerne. Also bei Delegated Authentication geht es ja darum, dem Händler die Möglichkeit zu geben, die starke Kundenauthentifizierung, also wie von PSD2 vorgeschrieben, anstelle des Kreditkarteninstituts, der kreditkartenherausgebenden Entität oder der Bank vorzunehmen. Das ist, wie Ria schon gesagt hat, der große Vorteil, dass jeder Händler wieder volle Kontrolle hat über die Kundenerfahrung, gerade beim Checkout, und dass es dazu weniger Kaufabbrüchen kommt aufgrund unterschiedlicher Authentifizierungsverfahren der Banken, die teilweise gut umgesetzt sind, teilweise aber auch schlecht umgesetzt sind. Da hat leider der Händler gar keine, das ist wie eine Blackbox, die können da nicht reinsehen, die wissen nicht, was passiert, die wissen nur, Authentifizierung hat stattgefunden, Kauf ist durchgegangen oder es wurde eben abgebrochen. Aber warum und weiß er dann nicht. Und es ist ja so, dass bei Delegated Authentication, das ist was im Rahmen der PSD2 möglich ist, gibt es eine Möglichkeit, das mit FIDO-basierenden Methoden zu machen oder mit generischen Methoden, die auch jetzt schon auf dem Markt sind, zum Beispiel mobil, app-basierte Push-Authentifizierungen. Aber mal abgesehen von großen Händlern, also sagen wir mal so ein Amazon oder Zalando, kann es für mittlere und kleine Händler schon eine Herausforderung sein, eine eigene Lösung zur starken Kundenauthentifizierung anzubieten. Und da geht es jetzt gar nicht darum, dass der Händler da was Eigenes entwickeln muss. Aber ich kenne wenige Online-Händler, die Experten sind in asymmetrischer Kryptografie. Aber auch um eine Lösung von einem Sicherheitsanbieter von starken Kundenauthentifizierung das einzubauen, das bedarf auch schon ein Team an Sicherheits- bzw. IT-Experten und es kann dann schnell zum Showstopper werden. Das ist jetzt, wo FIDO bzw. FIDO2 wieder ins Spiel kommt, als Möglichkeit für passwortlosen Login, aber auch als Möglichkeit für eine bessere Authentifizierung. Und da ist die Anbindung für Händler vergleichsweise einfach, weil jeder gängige Browser unterstützt FIDO und auch jede gängige Plattform. Also das heißt,
jedes Mobiltelefon, das auf Android 7 oder höher läuft oder jetzt auch iOS-Geräte 14.2 oder dann darüber oder auch alle Computer, die auf zum Beispiel Windows 10 laufen, die unterstützen FIDO. Das heißt, es gibt ein Ökosystem, auf das man aufbauen kann. Das heißt, FIDO 2 macht Delegated Authentication, also auch zugänglich für mittlere und kleinere Online-Händler, die keine großen IT-Sicherheitsprojekte stemmen können oder wollen. Frau Schetti, was macht Mastercard konkret, um das Konzept umzusetzen? Also wie vorhin erwähnt, bietet Mastercard ein Programm an, das sich Authentication Express nennt, was quasi einen vertraglichen Framework und eine Plattform für alle Beteiligte anbietet. Mit diesem Framework oder mit unserem Programm kann man schnell und rechtssicher Delegated Authentication in die Praxis umsetzen. Unter anderem ermöglichten wir oder erleichtern wir einige Sachen für die Teilnehmer. Mit der Teilnahme an unserem Programm wird der Verwaltungsaufwand für die Banken, aber auch für die Händler massiv verringert. Denn man muss so nicht bilaterale Verträge miteinander eingehen. Das heißt, der Händler geht einen Vertrag mit uns ein, also nimmt an unserem Programm teil und die Banken mit uns auch. Und sie müssen dann keine gesonderten Verträge miteinander eingehen. Wie Sie wissen, wir haben alle nicht sehr viel Zeit und die Banken werden vielleicht so einen Vertrag für jemanden Großes wie Amazon eingehen und den Zeitaufwand aufbringen, aber nicht vielleicht für die kleineren Händler in unserem Markt. Das Gute ist an unserem Programm, dass wir auch für einen gewissen Sicherheitsstandard sorgen. Das heißt, wir sagen, die Lösungen, die die Drittanbieter, also entweder Wallet-Betreiber oder Händler nutzen, müssen einen Sicherheitsstandard erfüllen und dürfen nur dann an unserem Programm teilnehmen. Das kann sowas wie sein wie Biometrie oder Token. Frau Meier, was können Händler tun, um eine Delegated Authentication Lösung umzusetzen, wenn sie sich dafür entscheiden? Also ich habe ja eingangs schon erwähnt, FIDO 2 macht vieles einfacher, ist aber trotzdem nicht ganz trivial. Also das Beste, was ein Händler machen kann, der sich dazu entscheidet, Delegated Authentication einzusetzen, ist, sich einen Dienstleister zu suchen, der Erfahrung hat mit starker Kundenauthentifizierung, die PSD2-Regularien kennt und natürlich auch FIDO 2 im Portfolio hat. Und je nach Größe des Händlers kann es dann eben Sinn machen, sich beide Verfahren anzusehen. Also ein generisches Verfahren, das PSD2-compliant ist oder eines, das auf FIDO aufbaut. In ersten Gesprächen oder Workshops stellt sich dann nochmal ziemlich schnell heraus, was der beste Weg ist. In einem zweiten Schritt, das hat auch die Ria gesagt, muss das Verfahren auch bei der Kreditkartenscheme angemeldet werden und auf die Sicherheit überprüft werden. In manchen Fällen bietet sich dann auch ein Proof of Concept an und bei allen diesen Schritten steht Entersec den Händlern natürlich auch gerne zur Seite. Geben Sie uns doch nochmal einen Ausblick, wie das sichere Bezahlen in einem Zeitraum, sagen wir mal in 5 Jahren, aussehen wird. Glauben Sie, dass dann wirklich die passwortlose Zeit oder die Passwortzeit hinter uns liegen wird und wir eine neue Ära der passwortlosen Zeit erreicht haben werden? Ja, wie sieht die Zukunft aus, was Bezahlen angeht oder sicheres Bezahlen? Also ich glaube, es sind 3 Dinge. Grundsätzlich wird es einen Trend dazu geben, dass immer weniger Bezahldaten bzw. Kreditkartendaten im Netz sind. Was auch heißt, weniger Diebstahl dieser Daten ist möglich. Also das ist jetzt hier das Schlagwort Tokenization, wo Kreditkartendaten durch numerische Token oder IDs ersetzt werden, die keinen Wert und keine Verbindung zum Kontoinhaber haben. Das gibt's heute schon. Ich glaube, das wird noch viel, viel mehr werden. Das geht dann letztendlich auch schon in Richtung digitale Identitäten, aber da sind wir in 5 Jahren noch nicht so weit, dass wir wirklich uns 100% digital ausweisen können. Was ich auch, da bin ich mir sicher, was eine ganz starke Rolle spielen wird, sind Behavioral Analytics. Das heißt Daten, wie sich der Endkunde verhält. Also wie ist mein Tippverhalten auf der Maus, auf der Tastatur? Wie bewege ich die Maus? Wie halte ich mein Telefon? Wie scrolle ich über diesen Screen? Diese Daten kann man jetzt schon sammeln, sind bis dato nicht möglich zu fälschen. Also es wurde ja schon geschafft, eine Face-ID zu fälschen.
wie ich mich bewege, wie ich mein Telefon halte, ist sehr, sehr individuell. Das wird dazu führen, dass das Risikomanagement, das ja heute sehr statisch und auf starren Regeln basiert, dynamischer wird. Mithilfe von Behavior Analytics, aber auch künstlicher Intelligenz und Real-Time Analytics. Und da werden wir dann auch immer weniger starke Kunden-Authentifizierungsverfahren sehen. Die werden immer noch da sein, aber es wird sich sehr viel im Hintergrund abspielen und automatisiert sein. Und natürlich werden wir immer mehr passwortlose Login-Szenarien sehen, basierend auf FIDO, auch alleine aus dem Grund, dass FIDO und FIDO 2 wahnsinnig gepusht wird und da große Namen dahinter stehen. Also es ist jetzt nicht nur Mastercard, es sind andere Card-Schemes, es ist Google, alle Browser, mittlerweile ist auch Apple dabei, Alibaba ist dabei. Also da sind jetzt richtige Namen dahinter, die da auch ein bisschen mehr aufs Gas drücken, würde ich sagen. Und es kommt sicher auch mal PSD3, da wird es auch noch einige Überraschungen für uns geben. Frau Schetti, wie sieht die Vision von Mastercard für die Zukunft des Bezahlens aus? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es etwas schwierig in unserer Industrie immer Sachen vorauszusehen. Wie Sie wissen, PSD2 sollte letztes Jahr umgesetzt werden, wird jetzt nächstes Jahr umgesetzt. Also es ist immer etwas bisschen schwierig. Und ich meine, auch wenn Sie sich Deutschland anschauen, Cash is King, und dann kam Corona und es ändert sich halt alles. Was für uns wichtig ist und was ich glaube, was sehr wichtig sein sollte in der Zukunft, ist, dass der Fokus auf der Nutzerfreundlichkeit liegt. Das heißt, man sieht es auch jetzt schon, dass mobile Bezahlen einfach im Vordergrund rückt. Und ich glaube, das wird auch in Zukunft der Fall sein. Und mit dem, was auch Melanie schon gesagt hat, ist, dass biometrische Faktoren einfach mehr eine größere Rolle spielen werden. Es liegt einfach daran, dass das Verfahren einfach deutlich bequemer ist als eine Passworteingabe und dass dieses Verfahren quasi fast unsichtbar ist für den Kunden und deswegen unglaublich kundenfreundlich ist. Wie Melanie schon sagte, glaube ich auch, dass neben Face ID und Touch ID innovative Lösungen wie Behavior Biometrics eine immer wieder größere Rolle spielen wird. Da Sie ja tatsächlich schon aussagen können, ohne dass ich jetzt als Kunde viel machen muss, ob ich tatsächlich die Person bin, die eine Transaktion getätigt hat oder nicht. Also wenn wirklich mein Tippverhalten voraussagen kann, ob ich eine Transaktion getätigt habe oder nicht, finde ich das schon als Kunde super und weiß, dass ich mich um nichts kümmern muss und habe quasi so schon einen Faktor abgedeckt. Das Gute ist ja auch, dass diese Verfahren auch unglaublich sicher sind, nicht nur nutzerfreundlich. Deswegen glaube ich zumindest, dass in den nächsten 5 Jahren das sichere Bezahlen noch nutzerfreundlicher wird und noch einfacher wird, als es jetzt schon ist. Ja, herzlichen Dank, Frau Meier, Frau Schetti, für die interessanten Ausführungen. Sehr gerne. Danke.